Und wir kämen jetzt zu den Abstimmungen bzw. Wahlen, die heute vorzunehmen sind. Können wir anfangen? Ja, seid ihr klar? Gut. Dann rufe ich zunächst auf Tagesordnungspunkt 72, Entschließungsantrag Fraktion von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Chancen der Digitalisierung nutzen. Wer stimmt dem Entschließungsantrag zu? CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer ist da? Und der fraktionslose Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? Das ist die SPD, die Linke, die AfD und die FDP. Dann ist der Entschließungsantrag so angenommen. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Haushalt 2022. Ich beginne vereinbarungsgemäß mit dem Tagesordnungspunkt 90. Schlussempfehlung, Bericht, Haushaltsausschuss, Antrag der Fraktion der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Ausnahmesituation aufgrund der Coronavirus-Pandemie. Hier der Beschluss nach § 2 des Artikel 141 Gesetzes, das ist die Drucksachen 2077-63 zu 2077-13. Nach den Unterlagen besteht die Beschlussempfehlung aus 4 Ziffern. Die Fraktion der SPD hat mir mitgeteilt, dass sie über die Ziffern 1 bis 4 getrennt abstimmen möchte. Machen wir natürlich gerne. Ich lasse daher zuerst abstimmen über Ziffer 1 der Beschlussempfehlung. Wer stimmt zu? Das ist CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD, DIE LINKE und der Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? FDP und AfD. Dann ist sie angenommen. Ziffer 2. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90, die GRÜNEN, Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? SPD, Linke, AfD und die FDP. Dann so angenommen. Ziffer 3. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90, die GRÜNEN. Wer ist, und der Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? SPD, FDP und AfD. Wer enthält sich? Die Linke. Damit angenommen. Und Ziffer 4. Wer stimmt zu? SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Kollege. Ziffer 4, wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der Kollege Kahnt. Was? Bitte? Bitte? Ja, ab und zu muss man ja mal testen, ob sie noch klar sind, ob sie noch mitkommen. Also, wer stimmt dagegen? Ihr seid vielleicht humorlos heute Abend um die Zeit. Dagegen sind die Linken, die FDP und die AfD. Wer enthält sich? Die SPD. Also dann ist die Ziffer 4 so angenommen. Da fängt nur so an, das sind noch ein paar Seiten. Tagesordnungspunkt 18. Dritte Lesung, Gesetzentwurf der Landesregierung, Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2022. Ich mache noch einmal aufmerksam auf die Korrektur der Beschlussempfehlung Drucksache 2077-59, die heute Morgen auf den Plätzen ausgelegt wurde. Wer stimmt dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung des zweiten Berichts zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? Das Übrige aus. Damit ist dies so beschlossen. Enthaltungen gibt es keine. Ich stelle fest, dass der Gesetzentwurf für ein Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2022 mit den Stimmen, die ich eben festgestellt habe, mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Kollegen Kahnt, gegen die Stimmen des übrigen Hauses bei keiner Enthaltung angenommen wurde und zum Gesetz erhoben wurde. So. Meine Damen, meine Herren, rufe auf den Tagesordnungspunkt 79, Beschlussempfehlung, Bericht des Haushaltsausschusses, Antrag. Meine Damen und Herren, ich bitte insbesondere auf der Regierungsbank auch um die nötige Ruhe allseits. Antrag der Landesregierung, Finanzplan des Landes Hessen für die Jahre 21 bis 25. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das ist die CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? Das übrige Haus. Dann ist die Beschlussempfehlung mit dieser Mehrheit angenommen.
Meine Damen und Herren, der Haushalt 22 ist damit verabschiedet. Ich danke allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit. Geklatscht haben wir schon. Tagesordnungspunkt 16. Zweite Lesung. Zweite Lesung. Ja. Zweite Lesung, Gesetzentwurf Landesregierung, Gesetz zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Hessen und so weiter. Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und Bündnis 90 Die Grünen vor. Zunächst stimmen wir ab über den Änderungsantrag mit der Drucksache 20-77-99. Wer stimmt dem Änderungsantrag zu? Das ist CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD, FDP, DIE LINKE, der Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? Die AfD, enthalten tut sich keine, dann ist der Änderungsantrag so angenommen. Jetzt komme ich zum Gesetzentwurf in der soeben geänderten Fassung. Wer stimmt dem Gesetzentwurf in der soeben geänderten Fassung zu? CDU, Bündnis 90, die Grünen, SPD und die AfD. Wer ist dagegen? Die Linke und die FDP. Der Kollege Kahnt war dafür gewesen. Halte mal fest hier fürs Protokoll. Dann ist dies so beschlossen. Ich stelle fest, dass der Gesetzentwurf für ein Gesetz zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung und des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Hessen sowie zur Anpassung weiterer Rechtsvorschriften mit der Mehrheit, wie ich eben festgestellt habe, in der geänderten Fassung angenommen und zum Gesetz erhoben wurde. Tagesordnungspunkt 17, dritte Lesung. Gesetzentwurf Fraktion der AfD. Zweites Gesetz zur Änderung der Hessischen Bauordnung. Wer stimmt dem Gesetzentwurf zu? Das ist die AfD. Wer ist dagegen? Das übrige Haus. Enthalten tut sich keine. Dann stelle ich fest, dass der Gesetzentwurf für ein zweites Gesetz zur Änderung der Hessischen Bauordnung mit der von mir festgestellten Mehrheit abgelehnt worden ist. Dann Tagesordnungspunkt 19, dritte Lesung, Gesetzentwurf Fraktion der Freien Demokraten, Open Data Gesetz, Drucksache 20. Meine Damen und Herren, hört bitte zu, sonst gibt es nachher Nachfragen. Drucksache 20-77-54 und so weiter. Wer stimmt dem Gesetzentwurf der FDP zu? Das ist die FDP und die AfD. Wer ist dagegen? Das ist die CDU, Bündnis 90 Die Grünen, DIE LINKE und der Kollege Kahnt. Und wer enthält sich? Was macht ihr? Ja, sag was. Entschuldigung, ich bin davon ausgegangen, dass es eine Beschlussempfehlung ist. Wir wollen dem Gesetz zustimmen. Dann machen wir es noch mal. Ruhe jetzt. Wer ist dafür? Die FDP, die AfD und die SPD. Wer ist dagegen? CDU, Bündnis 90, die Grünen, die Linke und der Kollege Kahnt. Und damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt.